Hallihallo und willkommen zurück bei Pyre. Und ja, wir machen jetzt ein kleines Ründchen weiter. Schauen mal, wir waren, glaube ich, beim letzten Mal aus dem Sumpf. Ja, Sumpfgebiet. Alles war so ein bisschen Debris. Wir haben das Spiel ganz, ganz, ganz knapp gewonnen. Und ich schaue mal ganz kurz im Wagen um, ob ich hier noch irgendwie was sprechen kann. Wir haben hier, glaube ich, auch eine neue Seite. Forwarder, ein förmlicher Willkommensgruß unterzeichnet von den acht Schreibern. Du, liebe Leserin, bist eine Verbannte des Unterlands, ebenso wie wir, die acht, die diesem Buch der Reden geschrieben. Dass du in seinem Besitz bist und seine Worte zu entschlüsseln vermagst, zeugt von deinen Fähigkeiten. Also zeigen wir dir einen Weg, der hinwegführt von diesem trostlosen Ort in die Freiheit. Eine Heimkehr in Ruhm und Ehren. Die Sterne selbst werden dich leiden. Suche vor der ersten Sonnenwende des Jahres den nächsten Längengrad unter dem hellsten der acht, wenn sie sich wie gezeigt ausrichten. Findet euch ein als Triumvirat, gekleidet in die Gewänder der Riten und mit diesem Buch. Hör auf die Stimme, die dir mehr erzählt. Boah. Mal schauen, was der Bade uns zu erzählen hat. Sei mir gegrüßt, Leserin. Gut, dass du hier bist, denn es gibt etwas, das ich dir unter vier Augen sagen wollte. Hast du einen Moment Zeit? Es dauert nicht lange. Ich weiß, dass deine Zeit kostbar ist. Wir hören ihm mal zu. Du bittest ihn, fortzufahren und machst klar, dass du an allem interessiert bist, was er zu sagen hat. Nun gut, vielen Dank für deine Zeit und ich sollte noch sagen, Angelegenheiten, welche die Reden betreffen, darf ich nur dir allein enthüllen. Dazu bin ich verpflichtet. Jedenfalls, als du den Zurückgezogenen und der Hexe Odmilde gegenüberstandest, rief sie, wenn du dich entsinnst, einen gewissen Namen. Yslach, das Sternenscheusal, ich zögere immer noch, ihn auszusprechen. Niemand würde es dir verübeln, wenn du die wirren Reden Udmildes für barem Unsinn hieltest, aber ihre Worte bargen einen wahren Kern. Vor der Zusammenkunft der acht Schreiber, als sie sich anfangs hier im Unterland wiederfanden, war dieses Land noch unwirtlicher, man mag es kaum glauben. Damals herrschten die großen Titanen, die Titanen namens Yslach. Der Titan namens Yslach war der älteste und fürchterlichste von allen. Dennoch gelang es den Schreibern, ihn zu bezwingen, später nutzten sie Yslachs Haut und Blut, um das Buch der Reden zu binden. Aber Yslach starb nicht wirklich. Den einigen Berichten zufolge kann er dies nicht. Selbst jetzt regeneriert sich diese Kreatur, wenn auch sehr, sehr langsam. Er hat geschworen, dieses Land und alle darin zu verschlingen, nur dann kann er in die Dimension zurückkehren, die ihn in die unsrige verbannt hat. In gewisser Weise wurde er genauso verbannt wie du. Sollte die Kreatur jemals wiedergeboren werden, so wird es noch viele Zeitalter dauern. Deshalb sind Udmildes wirre Reden vorerst mehr oder weniger belanglos. Und doch ist die Geschichte von Yslach untrennbar mit den Riten verbunden und muss daher erzählt werden. Gewiss werden deine Recherchen in diesem Buch dir im Laufe der Zeit mehr enthüllen. Ich hoffe, dich beruhigt das alles gewissermaßen. Und nun überlasse ich dich dringenderen Sorgen. Ich werde nachsehen, wie es den anderen geht. Er entfernt sich und wünscht dir noch einen angenehmen Nachmittag. So, ich glaube, mit allen Sachen, die ich interagieren kann. Vibriert hier mein Controller. Deswegen. Ich spüre, dass meine liebste Leserin zurückgekehrt ist. Wie kann ich dir behilflich sein? Wir reden mal so ein bisschen mit ihr. Platscht hier gerade durch den Seufzersumpf? Ein grässlicher Ort, zumindest habe ich das gehört. Denn ich kann ihn ja nicht sehen oder riechen, aber vielleicht hast du dich mittlerweile an den Gestank gewöhnt. Die früheren Nachtfalken mochten diesen Ort ganz und gar nicht, das kann ich dir versichern. Wir teilen ein gemeinsames Leid, nun überlass mich meinem Elend, es sei denn, du brauchst gerade meine Dienste. Nö, eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Nun geh und zeig deinen Gegnern, was du gelernt hast. Na gut, dann tun wir das mal. Wir setzen mal unsere Reise fort. Ach, wir haben nur... Schiffspatrouille, ein kleiner Außenposten der Moorhüterin am Rande des Meeres. Der einzelne Bade sagt, hier sei jemand, der euch helfen kann, den Sternen über das Meer zu folgen. Und dann gehen wir doch da mal hin. Hilfe ist immer dankbar angenommen. Und dies ist der Ort. Lass uns aufbrechen, um den Gefährten meines Klienten aufzusuchen, sobald ihr bereit seid. Gucken nochmal in den Wagen, ob da mittlerweile noch. Nee. Dann suche Bertrude die Große auf. Schiffspatrouille ist ein unabänderlicher
Treffpunkt für Moorhüter, die sich im Schatten verbergen, aber dennoch alle beobachten. Der einsame Bade tritt vor. Sandelholz schickt uns. Diese Worte lassen die Moorhüter aufhorchen. Sie tauchen aus dem Morast in der Dunkelheit auf und beginnen, euren Wagen mit ihren merkwürdigen Werkzeugen zu inspizieren. Eine Moorhüterin schlängelt sich nach vorne. Sie ist größer als die anderen und lässt keinen Zweifel daran, dass man ihnen gehorcht. Du nennst den Namen Sandelholz. Wir möchten wissen, wo er sich aufhält. Sag es uns. Guten Tag, Petrude die Große. Es ist mir ein Vergnügen, dir endlich zu begegnen, denn Sandelholz hat dich und dein Handwerk stets gepriesen. Tatsächlich? Und wir wissen, wer du bist. Doch du sprichst über Vergangenes. War Sandelholz noch unter den Lebenden? Sag es und verblühe nur schnell. Um ehrlich zu sein, gnädige Frau, weiß ich es selber nicht mit Bestimmtheit, denn wir haben uns vor geraumer Zeit getrennt, damit ich tun kann, was er mir aufgetragen hat. Ich glaube aber fest, dass Sandelholz am Leben ist. Wer seinen Aufenthaltsort betrifft, so heißt es, er erwarte uns in der Nähe des Irrwaldes, jenseits der Wasser. Wir möchten ihn nur zogen, aber wie du siehst, ist unser Wagen einer solchen Aufgabe nicht gewachsen. Das Moorweib Petrude runzelt daraufhin die Stirn und mustert den einsamen Baden. Ah, für wahr, lass uns allein. Kehr im Morgengrauen zurück, das ist alles. Ich darf mich empfehlen, Petrude die Große. Der einsame Bade dreht sich um, doch Hedwin hält ihn auf. Warte, bist du dir das sicher? Können wir den Wagen wirklich ihrer Obhut anvertrauen? Alles steht im Einklang mit dem Plan meines Klienten. Du nennst Sandelholz immer deinen Klienten. Er muss dich wohl gut entlohnen. Ja, in gewisser Weise. Er hat mein Leben einen Sinn gegeben, als ich alles verloren glaubte. Hedwin nickt und dreht sich dann nach dir um. Nun, meine Liebe, dann lassen wir uns mal überraschen, oder? Ich gehe und sage es den anderen. Das ist Zeit für deine Begabungen, während der Moorhüter sich an ihrer Arbeit machen. Kleine globale Globi. Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal versucht, uns ein bisschen umzugucken. Deswegen versuchen wir mal hier mit dem Alleinstudieren so globale Bonus zu bekommen. Du findest eine relativ ruhige Lichtung, um das Buch der Reden mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu studieren. Aus tieferer Einsicht wächst der Einfluss der Leserin. Ah, Flinkheit. Ausstrahlung. Was nehmen wir denn da? Ausstrahlung wäre die Aura. Ich glaube, ich nehme Flinkheit. Sind wir ein bisschen zügiger unterwegs. Du konzentrierst dich auf dein Wissen über die acht Schreiber und wie sich das Buch der Reden einst basierend auf ihren vielen Daten verfasst haben. Inspiration durchfährt dich wie ein Blitz, ob aus dem Buch oder deinem Inneren, du weißt es nicht. Du hast den Einfluss der Leserin gewonnen, Schnelligkeit. Ja, das war der Plan. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als unsere Reise fortzusetzen. Der einsame Bade sucht dich früh am nächsten Tag auf. Leserin, es ist alles bereit. Bitte sieh es dir an. Die anderen sind schon da. Haben wir da... Eine Glocke haben wir da jetzt hängen. Der Wagen sieht viel anders aus, als er es noch vor einem Tag getan hat. Der Rumpf ist vollständig versiegelt und verstärkt und allerlei nautische Ausrüstung ziert die Backbordseite. Eieiei. Wow. Seht ihr das auch? Ich werde mich mal umschauen. Der Wagen sollte für eine Seereise tauglich sein. Lass uns so bald wie möglich aufbrechen. Was ist mit Petrude der Großen? Sie erscheint fast wie auf Abruf. Sag diesem Sandelholz, er schuldet uns doppelt was. Mit Verlaub, Petrude die Große, du könntest ihm selbst sagen, wenn du auf unserer Reise gen Norden begleiten möchtest. In unserer Gruppe wäre jemand mit so viel Erfahrung höchst willkommen. Magst du es etwa, mir schöne Augen zu machen? Nein, ich... Genug, aber solltest du diesen Sandelholz sehen, sag ihm, er soll uns auch wieder einen Besuch abstatten. Und jetzt verschwinde von hier und erzähle niemandem, dass wir in Form von Gefälligkeiten bezahlt wurden. Sie gleitet ohne ein weiteres Wort davon, bald bricht der einsame Bade die Stille. Wir hatten Glück, dass sie uns geholfen hat, aber jetzt sollten wir gehen, genau wie sie gesagt hat. Ich kenne mich mit der Steuerung aus und kann sie erklären. Das ist aufregend, ich kann nicht schwimmen. So, was sagt der Kleine hier? Tizu scheint sich genau wie Shea auf die Fahrt übers Meer zu freuen. Mir wird jetzt schon schlecht.
Setze Segel. Na dann. Du warst noch nicht in der Gegend des Unterlands. Bevor Bedrohte die Große euch verließ, berichtet sie von einer Strömung, die euch aufs Meer hinausziehen dürfte. Boah. Wow. Dann auf da, los geht's. Alles klar, wie das Ding mit einem Schlag plötzlich ein Schifflein wird. Im Würmgulf. Du und deine Gefährten schaut aufs Meer, während euer Wagen über die sanften Wellen gleitet. Wir haben den Würmgolf erreicht. Ich hoffe, dass sich alle schnell an die Bedingungen gewöhnen. An diese von Würmern verseuchten Gewässer kann man sich nicht gewöhnen. Mit unserer Fahrt hier setzen wir alles aufs Spiel. Solange wir der kalten Stimmung folgen, die uns Bedrohte die Große zeigte, sind wir in Sicherheit. Wenn der nächste Ridus uns mitten auf dem Meer stattfindet, wir sollen unsere Widersacher uns dort finden. Sie werden den Weg finden, genau wie wir unseren. Das ist alles Teil des Planes, Schreiber. Also Leserin, bitte bestelle den nächsten Punkt auf unserer Seereise. Unser Ziel ist der Rumpf von Oris. Boah, dann äußere Solis. Die Instruktionen von Bedrohte lauten, auf einer knochenreichen Route durch das Labyrinth von Schlündern zu navigieren, um sich dabei immer gen Nordosten zu halten. Aber scheinbar ist die Motivation nicht so niederschlagend hier auf diesem stinkenden See als im Sumpf. Das ist ja immerhin schon mal ein kleiner Vorteil. Der Wagen gleitet weiter sanft über die Wellen. Für dich ist das nach dem Seufzersumpf, den ihr noch nicht allzu lange hinter euch gelassen habt, eine willkommene Abwechslung. Yodariel scheint jedoch besorgter als je zuvor und tigert unruhig hin und her. Als sie Rookie bemerkt, hält sie ihn auf, um einfach Fragen zu stellen. Grünschweif, wie geht es ihm? Wem Hedwin und wie Eonie? War vermutlich die ganze Nacht auf und hat ins Wasser gespuckt, wenn ich raten müsste. Sein erstes Mal auf hoher See? Ja, das erste Mal. Sie dreht sich zu dir. Leserin, bitte sieh doch nach Hedwin, wenn du die Gelegenheit dazu hast. Er braucht unsere Unterstützung und wir brauchen ihn schnell wieder gesund. Du wünschst ihnen einen guten Nachmittag, als du nach den anderen in deiner Gruppe sehen gehst. Später findest du Hedwin, der ein wenig verstimmt reinblickt. Oh, hallo meine Liebe. Es ist nur, die See war nicht besonders gut zu mir, schätze ich. Es ist schon seltsam, all diese Mühen, nur um ausgerechnet im Commonwealth zurückzukehren. Hey, erzähl mal, was vermisst du eigentlich am meisten von dort? Na komm, wir versuchen mal ein bisschen so sal zu sein hier, ja? Du erzählst davon, dass sich dort im Laufe der Jahre viele Leute unterstützt haben und es dir wehtut, nicht bei ihnen sein zu können. Ja, das kann ich verstehen, meine Liebe. Es gibt dort auch jemanden, den ich schrecklich vermisse. Aber ich bin mir sicher, wenn du es hier rausschaffst, werden sie schon auf dich warten. Also ich werde schon wieder, denke ich. Danke, dass du nach mir gesehen hast. Du spürst, dass er allein sein will. Du kannst im Moment nicht viel für ihn tun. Ja, ich glaube, ihm ist ein bisschen schwindelig und übelig. Ich entschuldige mich für die Störung, Leserin, aber wir bestätigen den nächsten Punkt auf unserer Reise. Boah, das geht schnell vorwärts. Mehr von Solis. Bei den Schreibern, ich wusste nicht, dass das Meer so wunderschön ist. Nachdem ihr das Gewässer des Würmgolfs entkommen seid, siehst du nun am Horizont etwas, das der Rumpf von Oris sein muss. Nicht allen ist diese Seereise jedoch gut bekommen. Tizo fragt sich, ob Hedwin sich besser fühlt. Er muss sich noch ein wenig erholen, Tizo. Wir können nur auf eine schnelle Genesung hoffen. Gnädige Leserin, von diesem Zeitpunkt an muss unsere Reise von den Anweisungen von Bedrohte abweichen. Bitte berate dich mit deinen Gefährten, welchen Weg wir einschlagen sollten. So, was können wir denn? Wo können wir denn hin? Der nördliche Strom zum Rumpf von Oris ist so schnell wie Oris, der Unterkönig selbst. Tizo will noch etwas leckerem fischen. Ja, er ist halt gleich wieder der kleine Fressgnom hier.
Ne, ich glaube, wir gucken mal, was Shay hier zu finden gedenkt. Du findest Shay dabei vor, wir sind in die tiefe Stadt. Das Wasser ist so wunderschön und doch so gefährlich. Sie haben immer davor gewarnt, dass es sehr gefährlich ist. Ob man nun hineinfällt oder zu viel davon trinkt. Aber die Schreiber haben uns beschützt und sie wachen über uns. Ich weiß es einfach. Sogar hier draußen in den Gewässern von Unterkönig Ores, sie ermutigen uns, weiterzumachen. Ich fühle es ganz genau. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Nordstimmung von euch schnell vorantreibt. Vielleicht ist es der Gedanke daran, bald wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, aber du spürst allerseits Elan aufkeimen. Zwei Hoffnungen für den nächsten Ritus. Das ist aber nur für den nächsten Ritus. Ist natürlich die Frage, was hätten wir bekommen, wenn wir da für Tizo was gefischt hätten. Nachdem ihr über das Meer gereist seid, erreicht ihr endlich den Rumpf von Ores. Anscheinend wird hier bald der nächste Ritus beginnen, auch wenn von euren nächsten Gegnern noch keine Spur zu sehen ist. Seite offengelegt. Ja, gehen wir doch mal lesen, ne? Und ein bisschen quatschen können wir auch und hier ist ja jede Menge zu tun. Achso, Essen ist fertig. Alles klar. So, wir lesen mal wieder ein Buch. Flussabwärts in den Worten von Golgolantian, dem Ordensgeneral. Natürlich wusste Kaiser Soliamur nichts von alledem. Seine Expedition führte nicht zu dem gewünschten Schatz, brachte ihn jedoch seinem Land näher, als er es je war. Während er auf dem Fluss Skolarian seiner Gier folgte, wurde ihm seine Schande bewusst. Er sah die eingefallenen Gesichter seiner Untertanen und hörte, wie sie über ihn sprachen. Bald konnte er sich dem nicht mehr entziehen, die Last wurde ihm zu schwer. Schließlich nahm der Fluss ihn, sein Hab und Gut und seine Gefolge auf. Als das bekannt wurde, weinte das Volk vor Freude. Vielleicht hätte er umkommen sollen, doch ich glaube, es war die ihm erwiesene Gnade, die ihn veränderte. Leserin, einen Moment bitte. Du fragst, was sie auf dem Herzen hat. Hedwin, er ist auf dem Weg, sich von seiner Krankheit zu erholen, aber ihr plötzlicher Ausbruch lässt Erinnerungen aufkommen. Ich kenne Hedwig seit seiner Kindheit, selbst jetzt zögere ich zuzugeben, dass er erwachsen ist. Aber es gibt Dinge, die selbst ich nicht direkt zu ihm sagen würde. Beispielsweise macht mir sein Selbstvertrauen manchmal zu schaffen, ob er uns in die Freiheit oder ins Verderben führt, da bin ich mir nicht sicher. Du darfst ihm gegenüber natürlich kein Wort davon erwähnen, ich werde es ihm auf meine eigene Weise sagen, wenn es nötig ist. Jedenfalls muss ich, wenn ich an seine tödlichen Schwächen erinnert werde, bedenken, was passieren sollte, wenn wir endgültig getrennt werden. Sie ist eine Weile still. Was ich sagen will ist, du solltest wissen, dass ich mich nun ganz unserer Aufgabe verschrieben habe. Ob Hedwin derjenige ist, der uns an ihr Ende führt oder nicht. Ich habe meine Gründe, einer davon ist er. Ich nehme an, für dich gilt das Gleiche. Das ist alles, was ich sagen wollte. Pass auf dich auf, Leserin. Sie nickt und eilt an dir vorbei zur Tür. Silberer Keulenkopf. Aha. Scheibenfänger. Da gibt es ja jede Menge Sachen. Mal schauen, können wir hier noch irgendwas machen? Okay. Wir reden nochmal mit ihr. Ich spüre Wellenleserin, was wahrscheinlich heißt, dass der Wagen auf dem Meer segelt, wenn ich mich nicht irre. Natürlich tue ich das nicht. Ha, sie lacht darüber. Oder vielleicht über sich selbst. Ich kann mich kaum an das Meer erinnern, es ist eine Weile her, dass ich darin gebadet habe, verstehst du? Dennoch sind es wehmütige Erinnerungen. Obwohl, wenn ich mich recht entsinne, ist das Meer von Solis nur ein abstoßender Abklatsch des markgrünen Meers nahe des Reichs. Nimm mich da draußen in Acht, ja? Und nun lass mich mit dem Geplauder aufhören, bevor ich meine Strafe noch um ein, zwei Ewigkeiten verlängere. Wir sollten uns ans Geschäftliche halten. Dann glaube ich, werden wir uns jetzt wieder den nächsten Ritus zu wenden, nachdem wir einmal kurz den Laden geschaut haben. Oh hey, was für ein Zufall, euch ausgerechnet hier zu begegnen, mitten in der Suppe, wenn ihr wisst, was ich meine. Hatte heute noch nicht besonders viele Kunden, schaut euch ruhig um, ich mache euch einen guten Preis. Der ist immer da, wo wir auch sind. Hm.
Ich bin mir nicht so sicher, was benötigt Rang 6 Talisman. Also Rang 10. Ne, wir spannen jetzt mal eine Runde. Wir haben schon genug Talismane hier. Nichts gesehen, was euch gefallen hätte? Nicht so wirklich. Nachdem ihr im Rumpf von Oros gelandet seid, erwartest du mit deinen Gefährten die Stunde, zu der die Reden wieder beginnen werden. Was denkst du, Tizo? Sehe ich nicht genauso aus wie Herr Hedwin? Tizo ist besorgt, dass Hedwin sich noch immer unwohl fühlt. Warte, ich glaube, was ist das? Eine Schlangenkreatur steigt aus dem Wasser empor, ihr folgen weitere. Du erkennst die Kreatur als einen Wurm aus dem Seeimperium. Was sie hier bezwecken, erkennst du klar in ihren rituellen Roben. Der Wurm, der euch am nächsten ist, löst auf irgendeine Weise die Maske. Werte Herren und Damen, so sind sie es also, die dem Ruf der glorreichen Wettstreits gegen die Ritter und seine Brigade gefolgt sind. Nun denn, lassen Sie uns ohne Verzögerung zum Kampfe schreiten, wenn er als mehr noch als unsere Freiheit steht hier unsere Ehre auf dem Spiel. Und dieser Ritter beabsichtigt, seine Zurücke zu gewinnen. Und damit dieser Ritter es nicht vergisst, er heißt Sir Gilman, er salutiert ihn im Namen aller Feierherzen. Bis zur Prüfung. Er verschwindet mit einem Platsch genau in dem Moment, als die Sterne am Firmament in einem seltenen Licht zu schwimmen beginnen. Eieiei, okay, die letzten beiden Matches waren sehr knapp. Das verspricht jetzt spannend zu werden. So, drücken Sie mir die Daumen. Oh, es sind die Enten an ganz anderen Stellen. Deine Gefährten haben sich auf dem vor sich hinrottenden Deck des Schauplatzes versammelt, als eure Gegner ebenfalls im Deck lernen. Rookie schlendert zu ihnen hinüber. Sag, was macht ihr Würmer überhaupt hier? Könnt ihr nicht einfach zurück in den Commonwealth oder ins Seenbärum schwimmen, wo auch immer ihr herkommt? Haha, ein guter Punkt. Es scheint, als wären unsere Gegner in den Reden ausgesprochen clever. Was meinen Sie, Sir? Werden Sie sie einfach losgilmen. Als Ihr befehlshabender Offizier befehle ich es Ihnen hiermit. Achtung, dieser Ritter wünscht, den ehrenhaften Befehlshaber vorzustellen. Kein Würmritter in der Geschichte der Würmritter hat so viele Kämpfer an der Front standgehalten. Nehmen Sie den Helm ab, Sir. Wie es unserem Brauch geziemt, mögen unsere Feinde vor Ihrem Anblick erzittern. Sir Gilman nestelt an der Maske des Befehlshabers. Trotz dessen Prozesses. Warten Sie! Ah! Geben Sie den Ritter seine Maske zurück! Dieser Ritter präsentiert Ihnen hiermit den großen Sir Sinflut. Welch nobler Anblick, oder nicht? Sir Sinflut zittert und windet sich. Du kannst also schwimmen, oder nicht? Ha, natürlich können wir Ritter schwimmen. Alle Ritter des Seeimperiums können das. Aber wir sind verbannt in diesem Land, genau wie Sie. Wir können schwimmen, das ist wahr. Aber es ist vollkommen unmöglich, den Fluss, der uns hier heruntergespült hat, wieder drauf zu schwimmen. Nein, es gibt nur einen Weg, zurückzukehren. Ruhe, Gilman, das kümmert keinen. Zurück auf Ihren Posten. So, Gilman zögert, aber folgt dann dem Befehl. Dieser Ritter weiß, wer sie sind, Nachtfalken, und wer hat keine Angst vor ihnen? Irgendwie klettert er zurück in die Maske und richtet sich zur vollen Größe auf. Nun, en garde! Die Verbanden des Würmtriumvirats nehmen ihre Position ein, wenn du dich auf das Buch des Riten konzentrierst. Leserin, die Krankheit von Hedwin bedeutet, dass er uns hier nicht beistehen kann. Er kann auf uns zählen. Nun gut. Mir gefällt der Kleine da ganz gut. Sie bekommt auch wieder eine Chance. Und die Shea hatten wir, glaube ich, auch noch nicht wirklich häufig hier. Deswegen nehmen wir die nochmal mit. Oh wow, ich habe so viele Geschichten von den Würmrennern gehört, dass ich sie mir sehr viel beeindruckender vorgestellt. Gilman, Statusbericht. Wie ist die Lage der Feinde? Sie stehen bereit, uns anzugreifen, Sir. In den Augen dieses Ritters scheint sich dieses Triumphrad mit rechter Tapferkeit zu schmücken.
Tapferkeit, luftsaugende Monster, einer wie der andere, Feuerherzen, bereit gemacht. Ja, wie? Der flitzt einfach durch. Moment mal, hier, ich stelle die jetzt erstmal rein hier. Was? Wie kann der denn da durchhüpfen? So. Hier mal ein Ausgleich, also nicht Ausgleich, aber wenigstens mal so zu tun als. Nein, ich wollte noch auf. Ich habe nur noch auf Hüpfen gedrückt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Diese Flitzviecher, die sind mir viel zu schnell. Gimmern, ihre Haltung ist schlapp. Kämpfen sie, als ob ihr Leben auf dem Spiel stünde. Ihre Pforten verletzen mich, Sir. Diese Ritter gibt es bei jedem Ritus sein wahrhaft Bestes. Aber vielleicht können wir noch viel lernen von einem solch tapferen Drümpferrat wie dem, dem wir gerade gegenüberstehen. Auf wessen Seite stehen sie eigentlich? Gehen sie raus und bezwingen sie sie sofort. Tizio merkt an, dass die Feuerherzen so in ihr Gezänk vertieft sind, dass sie euch gar nicht beachten. Ist das unsere Chance? Wow, sie haben uns einen Punkt geschenkt. Oh, er ist drin. Okay, ich habe nicht hab keine Ahnung, wie wir das jetzt gelöst haben. Wieso haben wir die fallen gelassen? Schon wieder. Oh, alle ausgelöscht. Okay, da kommt wieder einer. Rächende Hilfe? Bitte, wie? Nein! Doch, er ist drin, er ist drin. Aber nur 4 Pünktchen. Ach je. Ach, der explodiert. Okay, wir haben gerade mal eine Führung. Ah, nein! Und ich check's wieder nicht. Ich check's wieder nicht, da umzuschalten. Oh je, es ist ein Hin und Her hier. Okay, einmal müssen wir noch. Irgendwie müssen wir das jetzt hier... Nein! Ich check's echt nicht. Es ist so peinlich. Nein! So knapp. Nein! Nicht schon wieder! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich vergebe das hier noch, ne? Ich vergebe das hier noch. Nein! Die Kugel.
Er ist drin. Oh Gott, warum muss das immer so knapp sein? Eieiei. Tizo, du bist mein Held. Tizo freut sich sehr über den Sieg über die Würmritter der Feuerherzen. Ja, ich mich auch. Ich hatte mehr von den Würmrittern, das Imperium erwartet. Ja, du bist ja witzig. Ja, Dariel, du hast nicht wirklich viel geleistet hier. Mir wurde ehrlich gesagt ein wenig schwummrig vom Meer, aber wir haben trotzdem gewonnen. Diese Ritter lobt sie, Ehrenwerte Nachtfalken. Sie haben glorreich gekämpft und dieser Ritter wird sie bis an alle Ende der Tage wehmütig in diese Niederlage erinnern. Ruhe, Gilman, das ist alles ihre Schuld und jetzt verbrüdern sie sich noch auch mit dem Feind. Was können sie es wagen? Dieser Ritter versucht sich nur in der Kunst der Komplimente her. Steht es nicht so in den Reden geschrieben, dass man eines würdigen Gegners Kampfkunst preisen sollte? Würdig? Dieser Ritter wird ihnen gleich zeigen, wessen sie würdig sind, sie elendes Fischlein. Sie sind ein Versager, Gilman, und jetzt gehen sie diesem Ritter aus den Augen. So, jetzt kann... Die Schreiber, sie flüstern mir zu von Zeit zu Zeit. So, was kann sie denn? Die kurze Aufladzeit, bevor ihre Aura werfen kann, wird deutlich verringert. Kurze Aufladzeit, bevor Schwee springt oder sprintet, wird nahezu eliminiert. Offensiv oder defensiv quasi, gell? Ich glaube, offensiv finde ich besser. So, der Kleine bekommt auch ein Level ab. Tizo hat ja gerade einen Geistesblitz, was seine Rolle in den Riten und bei den Nachtfolgen angeht. Nach dem Werfen seiner Implodierfähigkeit Tizo viel schneller als... Das ist, glaube ich, gut, ja. Nach dem Kampf gegen Ore Widersacher kehrst du endlich mit deinen Gefährten zum Wagen zurück. Über die Feuerherzen, die bereits weggeschwommen zu sein scheinen, wohin auch immer die Sterne sie als nächstes leiden, werden nur wenige Worte verloren. Leidende Sterne, Steine, ist auch gut. Stattdessen richtet sich die Aufmerksamkeit deiner Gefährten auf den, der beim Ritus nicht anwesend war. Wie geht es Hedwin? Der einsame Bade gibt einen laut von sich, aber ihm kommen keine Worte über Lippen. Etwas bereitet ihm Sorge. Ja, ich habe ihn gedrängt, im Bett zu bleiben. Und? Und er wollte einfach nicht hören. Es tut mir wirklich leid, aber... Warte, was? Alle standen im einsamen Baden stumm an. Der einsame Bade stößt seinen tiefen Seufzer aus. Doch dann... Hey, wieso schaut ihr alles so betroffen? Bade, ich soll dir den Hals umdrehen. Wie ich gerade zu erklären versuchte, Hedwin ist bereits wieder auf den Füßen. Obwohl ich wärmstens weitere Bettruhe empfohlen hatte. Wenn ich an Seereisen gewohnt ist und krank wird, nun, der leidet sehr wahrscheinlich unter weiteren Symptomen, wenn er nicht im Bett bleibt oder sich zumindest im Sitzen ausruht. Hedwin läuft wirklich die Gefahr, eine weitere unangenehme Nacht vor sich zu haben. Wieso bist du denn ernst? Nein, obwohl ich einst lange Zeit mit einem gereist bin. Ich weiß deine Sorge zu schätzen, Tarek, aber ich habe mich hier ziemlich gut an Unbehagen gewöhnen können und ich muss einfach sehen, wie es heute Nacht ausgegangen ist. Ich musste mich noch nie zuvor von einem Ritus fernhalten. Dann weißt du also wieder unter den Lebenden, Hedwin? Ich war nur sehr krank. Egal, um sich vollständig zu erholen, braucht man Ruhe. Ich glaube, nach heute Nacht können wir alle ein wenig Erholung brauchen, wie dem auch sei. Danke für eure Rücksicht und es tut mir leid, dass ihr euch Sorgen um mich machen musstet. Er dreht sich zu dir. Meine Liebe, was hältst du davon, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wohin wir als nächstes gehen? Langsam vermisse ich es, festen Boden unter den Füßen zu haben. Du folgst ihm nach draußen, wo sich der Himmel über euch wölbt. Hey, ich wollte dir dafür danken, dass du die Reden vollführt hast, als ich nicht da war. Ich konnte mich beruhigt erholen, weil ich wusste, dass du und die anderen es schaffen würden. Wie dem auch sei, lass dich weiterlesen. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wohin wir als nächstes reisen.
Wir sind weit jenseits aller Orte, die ich im Unterland je besucht habe. Noch nicht einmal Juri hat es soweit geschafft. Er wünscht dir einen schönen Abend und du wendest deine Aufmerksamkeit wieder in den Himmel zu.